Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cattle and Crops hier auf meinem Kanal. Eine weitere und komplett neue Folge. Das Strohschwad-Update ist draußen. Wir können hier gleich die Ballenmission annehmen. Machen wir auch gleich. Wir fangen damit direkt an. Starten die Mission. In der letzten Folge hatten wir ja den neue Bullen gekauft und die im Stall entladen und da stand ich jetzt gerade noch. Ich werde jetzt einfach mal den Anhänger hier davor stehen lassen und bevor wir uns das aber angucken, gehen wir mal in die Einstellung. Hier gibt es nämlich auch was Neues, was mit dem Update rauskam. Und zwar gibt es jetzt randloses Fenster. Ich habe ja jetzt immer Vollbild, dann halt Fenstermodus, kann man sich dann halt aufziehen, wie man möchte. Ganz normal und randloses Fenster. Das heißt, Cattle and Crops wird in einem Fenster dargestellt, aber halt ohne Rand. Und man kann jetzt im Prinzip, wenn man einen zweiten Monitor hat, auf den zweiten Monitor rüber klicken oder sich eben irgendwelche anderen Chats aufrufen, wenn jemand Discord hat. Wo wir gleich beim Thema wären, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich habe auch einen Discord-Kanal angelegt. Da könnt ihr mal draufklicken und dem beitreten, wenn ihr möchtet. Genau, ich lasse es jetzt aber einfach auf Vollbild. Brauchen wir jetzt so erstmal weiter nicht. Und dann machen wir uns an die Mission. Ich werde aber noch eins machen hier, weil das so dunkel ist. Ich werde mal noch vorspulen bis zum nächsten Tag. Jetzt regnet es gerade ein bisschen, aber das macht nichts. Und ja, 10 Uhr, ich denke, das ist okay. Machen wir das Licht noch aus. Und hängen den Frontlader an. So, müssen wir schauen, was uns jetzt in dieser Mission erwartet hier. Die Voraussetzung für die Mission ist wohl, dass man den Arion mit Frontlader-Tool besitzt und sich in der Zeit, ich glaube vom 1.7. bis 30.8. oder irgend sowas befindet. Da können wir dann aber vielleicht nochmal gucken. Also es gibt da ein paar Kriterien und wenn man die, wie gesagt, nicht erfüllt, dann wird einem die Mission gar nicht erst angezeigt. Halte die rechte Maustaste gedrückt. Wir werden dann mit Joystick steuern, aber wir machen das natürlich mal, um einfach das Fenster wegzubekommen. Genau. Maus langsam nach hinten ziehen. Und da geht er hoch. Hänge die Ballengabel an, das machen wir natürlich als nächstes. Ja, es gibt wieder einen riesen Text. Das ist wirklich, glaube ich, der bisher längste bei einem Update. Was alles geändert wurde, ein paar Hinweise, ein paar bisher bekannte Bugs, die noch vorhanden sind. Es gab wohl am Freitag sogar abends noch einen Hotfix. Aber da weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, was das verändert hat. So, das wird jetzt natürlich ziemlich super, das hier so anzuhängen, aber ich hoffe, es klappt. Jo. Jetzt hängen wir den Wago noch an, ohne dem Axon hier die Reifen aufzuschlitzen. Jo. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich's darstellen lässt, beziehungsweise umsetzen lässt mit dem Frontlader dann Ballen zu laden. Mal sehen, ob man das heute noch. Na klar. Das ist so doof rangefahren, dass das nichts wird. Aber nun. Steigen den Achsen auf dem Hof. Ne? Das machen wir natürlich. Hier machen wir den Motor natürlich aus.
Das sieht schon cool aus, auch hier mit diesem Riffelblech oben drauf. Von den Schweißnähten bin ich echt sehr begeistert. Die sind ja bei dem Stapel Güllefass auch wirklich schön vorhanden. Da sieht es noch besser aus, weil die richtig eine Struktur haben. Ach, hier hat der Fahrer zum Fahrzeughändler. Das lassen wir gleich, glaube ich, mal den Autopiloten übernehmen. Vielleicht. Moment, erstmal noch das Allrad raus. Okay, das will er nicht so. Was ist da los? So, mal sehen, ob er sich jetzt findet. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Gut, dann fahren wir einfach selber zum Fahrzeughändler. Ich wollte eigentlich gerade in die Changelog gucken, aber macht ja nichts. Ich verlinke die einfach unten mit in der Videobeschreibung unter dem Discord, wo ihr mal reinschauen könnt. Und es ist nicht so viel Text, dass man das nicht lesen möchte. Und es ist wirklich sehr informativ. Ey, wo kam denn der jetzt auf einmal her? War der gerade schon da? Hab ich den echt übersehen? Schöner Vorfahrtsfehler. Ja, am Freitag hatte ich ja schon ein kleines Vorstellungsvideo der drei Geräte gemacht. Da gab es auch ein paar Kommentare, dass da schon gezockt wird, bis die Reifen qualmen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Ballen aussehen werden und wie sich dann halt auch das Handling, also das ist ja, glaube ich, bei den meisten der Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, ui, mal schauen. Wieso steht hier eigentlich noch ein Schneidwerk? Was ich auch gelesen habe in der Changelog ist, dass die Ballenpresse wohl verstopfen kann. Da werde ich mal sehen, ob der Helfer jetzt die Führung übernehmen will bis zu dem, ich denke mal, die werden uns jetzt zu irgendeinem Feld führen. Da werde ich nochmal schauen, ob da steht, unter welchen Bedingungen die Presse verstopft. Und das werden wir natürlich mal provozieren. So, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Mal sehen, ob der Autopilot jetzt wirklich die Kurve findet. Machen wir noch die Rundumleuchte an und dann geht's los. Der fährt zwar mit angezogenen Handbremsen, aber es zieht doch ganz gut weg. Bekannte Fehler, Autos sammeln und Freeze. Frontlader. Verstopfen der Presse. Fährt man schneller als 20 km/h, wird ein weiterer Füllstand unten rechts in der Ecke angezeigt. Je länger man zu schnell fährt, desto mehr verstopft die Pickup der Presse und bleibt am Ende stehen. Dann müsst ihr die Presse ausschalten und aussteigen und per Cap Control in der Mitte der Pickup freiräumen. Anschließend könnt ihr wieder einsteigen, Presse einschalten und weiterfahren. Das Deaktivieren dieser Funktion über die Optionen folgt voraussichtlich im nächsten Update. Also wird das selber wählbar sein, je nachdem wie man, wie nah man, ich sag mal, an der Realität spielen möchte. So dass man, das klappt jetzt auch nicht. So dass man im Prinzip, wenn man ganz wild ist, auch mit
40 über die Wiese fahren kann. Meine Güte. Mal andersrum fahren. Wenn man natürlich so real wie möglich spielen möchte, dann lässt man das im Menü eingeschalten. Jetzt hat er uns wieder. Er bockt gerade ein bisschen der Autopilot. Oder halt auch gar nicht. Wir fahren einfach selbst jetzt das letzte Stück. Im Feld hier bin ich auch noch nie gewesen. So, ja, hier ist der Drescher schon am Arbeiten. Mit Arbeitsscheinwerfer hinten. Ja gut, das wird wahrscheinlich daher rühren, dass ich vorgespult habe. Wir machen mal eins. Wir schauen uns das Aufklappen und alles in der Außenperspektive mal ausnahmsweise an. Einfach um die Animation nochmal zu sehen. Anschalten, dann müsste sich ja dann hier überall was bewegen. Ah, stark die Welle dort. Das ist schon ordentlich. Die läuft auch langsam an und wird dann immer schneller. Sehr cool. Wir werden mal den Ein-Ausschalt-Button auf die 5 wieder legen und das Pickup heben und senken auf die 4. Und da können wir das von innen steuern. Also ich lasse jetzt gerade nur Pickup ist verstopft. Ich habe ihn jetzt gerade wirklich nur den Berg runterrollen lassen. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Ja, das sieht man auch schön hier, wie das verstopft ist. Und hier ist das Cap Control. Unclog the Pickup. Drück mal drauf und hier möchte ich das Stroh frei geräumt. Und dann müssen wir natürlich nochmal ein paar Meter zurückfahren. Schalten wir sie wieder ein. Dann machen wir Vorwärtsgang noch rein, dann wir mal Stufe 1 und fahren mal noch weiter. Man kann natürlich mit der Quaderballenpresse, die hat den Vorteil gegenüber einer Rundballenpresse, dass man nicht immer anhalten muss zum Entladen. Also man hat dann irgendeine Rundballenpresse mit Wickelkombination, da geht das auch ohne, oder so eine Zweikammerpresse. Die Ballen an sich werden allerdings größer. Das heißt, ja, keine Ahnung, wenn man die Ballen halt, also wenn man kleinere bräuchte, dann ist, denke ich, eine Quaderballenpresse nicht die bevorzugte Wahl. Müssen wir schauen, ich habe auch gelesen, ich gucke nochmal von außen, ob wir schon den ersten Ballen haben. Und da ist er. Da halten wir doch direkt nochmal an, weil man mit der Alt-Taste die Information auch abrufen kann, wie schwer der Ballen ist. 500 Kilo und 79 Gramm. Und ihr seht hier, da wird noch die Feuchtigkeit dazukommen, also das wird auch irgendwann noch relevant werden.
Und die Qualität wird wahrscheinlich aus dem Ganzen dann mal zusammengesetzt und eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielen. Ich hoffe, der Helfer, der kommt klar, dass er, weil der Ball hier liegt. Ja, fünf Ballen sollen wir produzieren. Ich denke, das schaffen wir in der Folge noch. Da geht es halt ein bisschen länger. Aber das wollen wir auf jeden Fall noch sehen. Das heißt also, ein Ballen, der 500 Kilo wiegt, ja, mit dem Frontlader, ich schätze mal mehr als, das war jetzt wieder Käse, ich schätze mal mehr als zwei Ballen sollte man da auch nicht übereinander laden. Müssen wir mal schauen. Also 500 Kilo sollte der kleine Schlepper auf jeden Fall ohne Heckgewicht noch senken. Sollte der kleine Schlepper auf jeden Fall ohne Heckgewicht schaffen. Bei zwei Ballen, was ja dann über 1000 Kilo sind, wird es wahrscheinlich schon kritisch. Mein Schlepper hat scheinbar irgendein Elektronikproblem. Der zeigt immer angezogene Handbremse an, obwohl die gar nicht angezogen sein kann. Das ist übrigens auch ein schönes Feld, was sich meiner Meinung nach als Wiese hervorragend eignen würde. Ich denke, da werden wir mal noch abstimmen müssen. Wenn dann, ich rede schon vom nächsten Update. Wenn das dann soweit ist, wo wir was hinpflanzen werden. Ich denke, im Oktober werden wir ein paar Mal noch mit Getreideaussaat und Ernte verbringen. Aber das soll nicht das Problem sein. Davon seht ihr, ich halte mal kurz an, um euch das zu zeigen. Halt, so. Davon im Gras hier. Das sind so zwei gelbe Quadrate. Das war auch in der Changelog mit erfasst, dass das aktuell mal noch dafür vorkommen kann, dass so kleine gelbe Quadrate irgendwo am Feldrand erscheinen. Halt unter, in Anführungsstrichen, sage ich mal, bekannte Fehler. Aber ich denke, das wird hier das ein oder andere Hotfix noch geben. Bis zum nächsten Update und. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Update bisher. Also Performance ist nach wie vor unverändert. Ist auf jeden Fall sehr gut spielbar. Und auch ja, die, ich sag mal, die Inhaltsmenge, die ist jetzt mittlerweile auch durch die Ballen hoch genug, um. Achso, sollen wir jetzt hier mittendrin stehen bleiben? Die Inhaltsmenge ist groß genug, um auch wirklich einige Stunden Gameplay umsetzen zu können. Bevor ich jetzt in den Arion wieder steige, beende ich die Folge hier an der Stelle. Werde den Kollegen hier jetzt doch noch mal an den Feldrand fahren. Ich danke euch fürs Zusehen, für die Likes und Abos. Und jo, ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann uns einfach mal an das Beladen mit den Ballen machen. Und bis dahin, macht's gut und ciao.